Ist der Herbst nicht toll mit all diesen Farben? Wir lieben es, in dieser Jahreszeit im Wald spazieren zu gehen und Blätter, Kastanien und Tannenzapfen zu sammeln. Und aus diesen Naturmaterialien basteln wir in diesem Video Herbstdeko. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesen schönen Herbstblättern. Mal total gelb, mal eher in Rottönen. Einfach toll. Mit diesen Ahornblättern lassen sich tolle Rosen basteln. Dazu falten wir das erste Blatt in der Mitte und rollen es auf. Das zweite Blatt falten wir ebenfalls und rollen es um das erste. Die weiteren Blätter werden nach demselben Prinzip rundherum gerollt, bis die Rose die gewünschte Größe erreicht hat. Für den Abschluss nehmen wir ungefaltete Blätter und legen diese so um die Rose. Mit etwas Draht alles fixieren und die einzelnen Blütenblätter zurechtzupfen. Fertig sind die wundervollen Herbstrosen. Für ein einfaches Windlicht klebt ihr Herbstblätter mit etwas Kleister oder verdünntem Bastelkleber an ein leeres Marmeladenglas. Wenn alles trocken ist, könnt ihr noch etwas Bast rundherum binden. Zaubert das nicht gleich eine wunderbare Stimmung in die heimische Stube? Auch mit Zapfen könnt ihr eine klasse Kerzenidee umsetzen. Die Zapfen einfach in ein großes Glas füllen, in die Mitte eine große Kerze stellen. Fertig! Kastanien sind natürlich auch sehr beliebt, um Deko zu basteln. Ihr habt bestimmt auch schon mal Figuren und Tiere daraus gebastelt. Ihr könnt damit aber auch einen wunderbaren Kranz basteln. Dazu in jede Kastanie ein Loch machen. Am einfachsten gelingt dies mit der Bohrmaschine. Ihr könnt aber auch eine Ahle oder einen Handbohrer verwenden. Die Kastanien anschließend auf ein Stück Draht auffädeln und zu einem Kreis formen. Die Drahtenden zusammenwickeln und zum Aufhängen eine kleine Schlaufe formen. Nach Belieben noch dekorieren. Das war's für heute. Habt ihr weitere Herbst-Deko-Ideen? Schreibt sie uns doch in die Kommentare rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hack. Tschüss!